So, moin meine lieben Zockerstachel. Willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Es regnet, ich brauche nicht gießen. Das ist doch schön. Und ich kann was. Ich kann was. So. Ihr seid immer noch nicht fertig, wa? Hier auch nix. Hier auch nix. So, ich weiß gar nicht, wie viel ich davon sammeln muss. Ah, gucken, ob ich mir das aufgeschrieben habe. Nope. Nope, nope, nope. Habe ich nicht. So. Moment mal. Dich brauche ich nicht. Dich brauche ich nicht unbedingt. Naja. Ich sage ja nicht unbedingt. Genauso wie das. Grünalge kann weg. Glaube ich auch nicht gebraucht, oder? Auch weg. Ah, wohl nee, das ist sehr nahrhaft. Sehr nahrhaft. So, ich will mich nochmal am Angeln probieren hier. Max! Alter. Ich hole hier irgendwie nur Kram raus. Irgendwie. Was ist das für eine Route, Alter? Das ist voll die Lauchroute. Scheiße. Wow. Müll. Toll. Gewitter. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Das schockt doch nicht. Ich weiß, den Müll kriege ich jetzt eh nicht verkauft. Wie viel Holz habe ich eigentlich noch? Ja, genau die 300, ne? Die ich eigentlich eh schon gesammelt hatte. Gucken, ob wir hier überhaupt noch Bäume haben, die wir fällen können. Ich meine, ich habe eh noch nicht das Geld für einen Hühnerstall. Zur Not kann ich das auch erstmal nehmen, da unten am Strand. Ja, würde ich sagen, ne? Wir nehmen das erstmal.
Lieber in die Richtung. Was wir haben, haben wir. Ich habe keine Energie mehr, aber ich könnte ja ins Bad gehen. Und danach machen wir weiter. So, ich hole jetzt einfach mal das andere Holz mit da raus. Und dann machen wir einfach mal, gehen wir einfach mal, oh guck mal, wir müssen nochmal Weizen holen. Ich glaube 5 Stück. Wenn er denn auf hat, dienstags, ich weiß, ich glaube, mittwochs hat der Laden geschlossen. Ich merke mir das irgendwie nicht. So, Auftrag annehmen. Willkommen bei Piers. Thank you for the music. Thank you for the Weizen. So. 300 hatten sie gesagt. Hoffentlich. Oder waren wir, bei meinem Glück waren es 3000 oder so. Ist voll. Okay. Senior? Alter Seemann. Ich habe dieses alte Amulett zu verkaufen. Aber irgendwas sagt mir, dass du nicht bereit dafür bist, Bursche. Okay. Dann glaube ich dir jetzt einfach mal. Ist auch nur wieder ein Steg. Wow, das war's jetzt. Alles ist gut, ich könnte hier ein paar Pflanzen ernten, aber das war's. Krass. Dafür habe ich jetzt 300 Holz ausgegeben. Krasse Geschichte. Okay, dann laden wir Energie auf, würde ich sagen. Kann ich noch ein bisschen Holz hacken. Ohne umzufallen, weil ich würde die 300 gerne wieder voll haben, für wenn denn alles bereit ist für den Hühnerstall. Ja, so ist das, ne? Gut, dann gehen wir mal zurück auf den Hof. Haben wir noch ein bisschen was im Inventar? Ach, das kann ich auch wieder nicht aufsammeln hier, weil
Inventar voll. Hä? Warum habe ich denn den Weg hier auf... Wann war das denn? Ich will es gar nicht wissen. Ups. Oh, das waren mehr. 2, 3, 4, 5, 7 Stück. Okay, muss ja, der Laden ist bestimmt dicht, bevor ich da bin, oder? Yep. Ich bin nicht gut in dem Spiel, glaube ich. Oh, Schmetterlinge. Sorry, dass ich euch aufgeschreckt habe. Das war jetzt keine Absicht. So, hier wachsen so langsam wieder Bäume. Immer noch ein bisschen Kleinkram mit. Wo sind wir hier jetzt eigentlich? Ach ja, bei der Farm. Nicht hier eigentlich Holz hacken? Ja. Ja, schon fast wieder die 300 zusammen. Kracht hier aber gewaltig. War ich hier unten eigentlich schon mal? Was ist denn das für ein Baum? Der sieht so komisch aus. Als wenn da Früchte oder sowas dran sind. Wie ich denn jetzt hier? Ah! Wo ich mir noch dachte, wie bin ich denn da hingekommen? Da brauche ich ja noch den Schlüssel. Dafür muss ich mich ja erstmal mit dem anderen Kollegen da anfreunden. Hm? Da komme ich wahrscheinlich eh nicht rein. Ja, gerade deswegen will ich es ja untersuchen, mein Freund, weil es verlassen aussieht. Ha! Ich glaube, ich sollte so langsam mal ins Bett. Sofern ich dann wieder nach Hause finde. Hmm.
klang gerade so, als wenn der Blitz eingeschlagen hat. Irgendwie. Ja, geht sofort los. Wir gehen schlafen. Ja. So, heute haben wir nicht so viel Geld, glaube ich, gemacht. Nope. Aber wenigstens ein bisschen. Ist natürlich besser als nichts. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge Stardew Valley. Bis dann!